Und wie die Sonne hier so aufgeht, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Conny Survival. Ja, unser Conny ist ziemlich leer gewegt, wie ihr momentan sehen könnt. Wir haben nur noch 15 Arbeitsplätze, denn das habe ich wegrationalisiert. Und in der Theorie müsste eigentlich hier noch ein paar Wachen da sein. Aber mal gucken, ob die hier nach aufploppen. Denn wir werden uns auf jeden Fall jetzt ein paar Leute holen. Und zwar, nachdem wir nichts zahlen müssen. Schauen wir doch mal. Good to fill our jobs. Zack, das funktioniert. Und können wir nicht mal komplett machen. Schade war's, okay. Schade war's. Hätte ja sein können. Dann gucken wir noch mal, wo die ganzen Leute hingehen, weil irgendwie... Ich kann es mir gerade nicht ausmalen, wo es alles ist. Ich meine, ich habe ziemlich viel mit Nahrung, das ist klar. Das ist sowas von klar. Aber haben wir auch irgendwelche Bergbau oder sowas? Weil das wird gar keinen Sinn mehr geben. Na, die ersten kommen hier runter und die anderen sind da unten. Sind das so viele Bärenbauern? Ernsthaft. Ich warte extra hier. Denn warum nicht? Und noch einer, der irgendwas anderes macht, so wie es ausschaut. Hö. Warum gehst du? Ah, haha. Vielleicht doch schon Nachtschichten und Tagschichten. Das kann natürlich recht gut sein. Wir werden einmal schauen. Habe ich meine... Ach, warte mal. Habe ich denn... Ja, natürlich. Ich habe da hinten schon ein paar Wachen hingestellt. Ah. Ich verstehe. Das macht dann drei aus. Dann komme ich jetzt endlich mal auf die Arbeitszeit, die mir die ganze Zeit gefehlt hat. Ah, hier, je. So, das muss man erst mal denken. Okay, also wir können momentan noch nichts weiter machen, weil die Leute erst mal produzieren müssen. Ich meine, Bären haben sie eh genug. Sie haben auch Orte, wo sie Sinn machen können. Also... Soll das geringste aller Probleme sein? Dann gucken wir mal, die anderen müssten eigentlich nach unten gegangen sein. Für Unmengen an Getreide. Bin ich da richtig aufgestellt? Ja, ich bin richtig aufgestellt. Ich würde sagen, wo lauft ihr hin? Bleibt doch hier, genau wo ich... Ernsthaft, das ist lukrativer, hier rumzulaufen? Das verstehe ich nicht unbedingt da, aber okay, wenn ihr denkt, das muss so sein, dann... Ja, gut, ich will euch nicht aufhalten. Ich will euch an der Stelle nicht aufhalten. So, wir brauchen noch zwei weitere, so wie es ausschaut, damit alles belegt ist. Damit die Wand gehabt, genau. Ah, und eins haben wir noch hier. Haben wir denn die Sache mit dem Essen schon hier geregelt? Nein, haben wir auch noch nicht. Also wie ein Loch ist. Okay. Dann sagen wir mal, das ist ja die Hauptstrecke. Dann können wir doch bestimmt sagen, wir haben ein paar Bretterchen. Dann warum eigentlich nicht? Wir möchten bitte hier so eine kleine Abzäunung machen. Wollen wir hier noch einen machen? Genau, hier kommt dann eine Abzäunung hin. Dass wir sagen, für die Leute, wo essen möchten, gerne doch armieren. Hier gibt es etwas zu essen. Brauchen wir natürlich noch einen weiteren Job. Das kommt nachher auf jeden Fall auf uns zu. Was haben wir im Stein schon? Wir haben auf jeden Fall auch Steine bis zum Umfallen. Heißt, wir sind geschützt für den Anfang. Zumindest teilweise. Was wir noch bräuchten, wäre dann, die Bären kommen hier nach und nach, noch jemanden, der zuständig ist. Sagt es mir fürs Fertigen. Das können wir so nach und nach hier reinmachen, so quasi. Weil das muss eigentlich alles umgemodelt werden. Heißt, hier wird definitiv keine Erde mehr sein. Oh, das ist gerade ein bisschen laut für mich. Hier wird wirklich Holz sein, die ganze Zeit über. Da kommen unsere ganzen, sagt es mir, unser Bäcker und alles nach und nach hin. So, können wir es auch noch für uns wegmachen. Ja, und sobald wir mal ein bisschen was in Nahrung, ein bisschen mehr bekommen, können wir nur am nächsten Tag dann zügig gucken, dass wir hier noch ein paar mehr Leute herbekommen. Ich meine, mit so vielen Leuten in der Nahrungsmittelindustrie sollte das eigentlich relativ gut gehen. Ich meine, die unten mit ihrem Getreide können zwar jetzt momentan noch nichts anfangen, aber... Wir bunkern auf jeden Fall auf die Art und Weise. Und das, würde ich mal sagen, ist auch nicht das Verkehrteste. Das war falsch. So, rüber. Wir haben 29 pro Tag, so wie es ausschaut. Das ist schon mal recht viel Essen, was wir brauchen. Aber das sollte... Oh, sollte soweit funktionieren. So, den Rest machen wir nachher. Wobei, was soll es kommen? Was soll es an der Stelle? Kriegen wir auch noch hin.
Ich gerade sagen, sind die schon wieder fertig? Ist der Tag schon wieder vorbei? Habe ich was verpasst? Ging das schon wieder so schnell an mir vorbei? Ja, ich gehe jetzt echt mal ziemlich schnell hier. So, zack. Einmal hier und einmal dort. Und Bäume müssen wir eh haben, wie Sand am Meer. Heißt, das sollte es eigentlich kein Problem sein, wenn wir so quasi uns hier ein paar rausgrabbeln. Aber ich glaube, jetzt ist Nacht, oder? Glaube ich zumindest. Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir gleich noch nachgucken. So, genau. Weil das ist ja unser Hauptweg auf jeden Fall. Der soll soweit mal sein. Und wir haben es ja bis ganz ab. Bist du ganz hinten noch was gemacht? Dann können wir nämlich sagen, du verschwindest auch hier. Und hier einmal komplett gerade durchziehen. Dann können wir so nach und nach die Klötze ersetzen, würde ich mal behaupten. So, bingo. Hier und dort sind dann ein paar Eingänge. Warum denn nicht? So, 42. Ist schon mal mehr, was wir brauchen. Du kommst mit. Und zwar hierhin. Du kommst mit. Und zwar hierhin. Ja, genauso wie hier. Komm, einmal von hier unten nach oben verlagern. Sieht doch auch gleich wesentlich schöner aus. So, Essen stellen wir hier. Das heißt, wenn jemand essen möchte, kann er von außen rum hingehen. Und jüdisch. Weiß nicht, ob der irgendwie speziell stehen muss. Oder haben wir... Moment, haben wir oben einen? Den kann ich überlegen. Haben wir da oben jemanden, der für Nahrung sorgt? Nein. Ihr macht gerade alle nur das, was ihr sollt, und zwar Bärchen. Okay, gut, hat es sich erledigt. Hat sich ein glitzekleines bisschen erledigt. So, es sollten auch nicht so viele Zombies eigentlich kommen. Es sollte überschaubar sein. Genau, du gehst nach vorne. Wenn wir mal gucken, dass wenn wir schon mal... Jetzt sagt, es ist viel zu viel. Aber das eine. Dass wir dann direkt mal gucken, was wir dann anstellen können hier. Ich meine, wir sollten ja eigentlich hier gesaved sein, oder? Ja, hier sind wir safe, hier sind wir safe, hier sind wir safe. Da haben wir das Loch jetzt zugemacht, damit nichts passieren kann. Das ist ja auch schon mal was. Dann können sie ja bloß hier spawnen, weil hinten haben wir ja auch zugemacht soweit. Ich zumindest weiß, genau. Hier könnten sie noch spawnen, aber das wäre äußerst dumm. Ich schätze mal, die werden nur da vorne spawnen. Okay, wir gucken mal. Wir gönnen uns mal einen kleinen Blick nach da vorne. Yep, definitiv, das könnte ein bisschen dauern. Mit Betone auf ein bisschen. Das heißt, wir können nachts über... Ah nee, wir haben Dreck. Moment, wir können was anderes machen. Wir können uns darum bemühen. Die Häuser da oben bleiben. Die Häuser. Das Holz da oben bleibt noch. Wir können uns bemühen, hier unten weiterzumachen. Weil wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit dadurch, hier einiges zu verbessern. Ich meine, das ist schon gut. Da hinten geht es dann auch noch weiter. Und sobald wir das Upgrade haben, wird die Mauer hier auch eingerissen, damit wir in den Berg weiter nach hinten können. Weil hinten sind wir ja ziemlich am Limit. Aber dass das hier alles dann verschwindet und wir hier auch Bäume hinsetzen können. Das ist nämlich nicht oben das Ganze. Das wäre doch was Schönes. Genau, die Nahrung kommt da hinten hin. Flachs und Blumen. Flachsblumenbäume. Aber das können wir ganz unten hin machen. Das ist auch noch eine Idee. Dass wir ziemlich weit unten alles hinbauen sollen. Erst einmal verschwindet das hier. So. Sind wir hier nämlich dicht. Und ich würde mal behaupten, wir nutzen die Möglichkeit, die Kisten hier reinzumachen. Finde ich jetzt so ein bisschen schöner an der Stelle. Und ich sehe schon, da hätte man noch, könnte man noch ein bisschen was hinmachen. Na, das ist ein bisschen zu viel Erde an der Stelle. Ich würde sagen, bitte lass mich doch hier den Weg nach vorne bauen. Dankeschön. So, und hier geht es dann irgendwie mal weiter später. So, dankeschön. Und der erste wird schon getötet, wie ich höre. Wunderbar. Das finde ich sogar sehr gut. Was wir noch machen könnten wäre, wenn wir schon mal hier sind, zack, hier eine Kiste hinbauen. Hier einen hinbauen. Einfach, dass überall genug Kisten sind, wo sie was reinstellen können. Ja, zum Beispiel, hier kann man noch eine reinstellen. Oder direkt hier zum Beispiel. Upp, einmal so und einmal so. Also bestimmt noch ein paar Kisten übrig. Aber natürlich haben wir noch ein paar Kisten übrig.
So, wir müssen nachher bauen. Das schauen. Das tun wir uns später angucken. Okay, auf nochmal nach oben. Ich möchte mal gucken, inwieweit er denn die Zombies da oben treffen kann. Soll man schon wieder heimtückisch angegriffen werden von hinten irgendwo. Ja, dem scheint nicht so zu sein. Aber jetzt kommen ein paar Stück zumindest hoch. So wie es ausschaut. Wir betonen auf ein paar Stück. Also nicht viele. Ein paar. Sollen wir dem vielleicht ein bisschen Licht geben? Das wäre vielleicht gar nicht mal so das Schlechteste hier, oder? Ich bin vorsichtig. Ich bin ziemlich vorsichtig. Wir sagen mal einmal hier, zack. Ein Lichtlein, ja, kann niemand verwehren. Und alle ab. Zack. Dann sehen die auch was. Ja, Hallöchen aber auch. Das ist doch interessant, wenn ihr geht hier rüber und danach kommt ihr wieder hier rum. Ja, da ist einer zu wenig. Da ist einer definitiv zu wenig für die Aktion. Also was? Ich würde sagen, werfen kurz mal aus. Ja, da hätte eine zweite Wache noch hin müssen eigentlich. Das Gute ist, es ist relativ egal, für wen wir abschießen, da wir gerade mit dem gleichen Geschoss hantieren. Zack. Ups. Ha, sogar getroffen. So viel zu dem Thema. Du fällst auch weg. Oh, ernsthaft? Lass mich deinen Zeh abschießen, dankeschön. Die kommen aber echt von überall her. Wunderbar, komm her. Der nächste mitten in den Kopf geschossen. Da hinten kommen. Ach, aus der Maze kommen auch noch welche raus. Aha. Ich merke schon, die muss ich definitiv wegbauen. Ich kann sagen, könnt ihr vielleicht aufhören, da zu sein? So. Weg mit dir, weg mit dir. Und zack. Und gleich nochmal, natürlich. Einmal ums Eck rum, drum gelaufen. Der Hundling. Uah! So viel zu dem Thema. So. Ich hoffe, wir haben alle besiegt. Und dann kann ich jetzt auch wieder nach oben laufen. So. Und einmal alle hopp. Alle hopp. Hui. Okay, es war jetzt ernsthaft. Okay. Okay, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Haben wir die jetzt alle weggemacht? Es kann nicht angehen, dass jetzt hier noch mehr rumlaufen. Das möchte ich, wenn es geht, tunlichst vermeiden. Ja, dann muss die Messe halt wirklich weg. Sonst hat das keinen Sinn mehr. Okay. Wir können sagen, ich möchte bitte einmal hier rein. Recruitment. 8000 Karrieren. So viel wir Jobs haben, einmal vollfüllen. Wunderbar. So, dann können wir nämlich sagen, wir bauen und die Jobs nach und nach hin. Und zwar chronologisch, so wie es sein muss. So, die Bären haben wir schon mal hier oben. Was wir hier brauchen ist, würde man sagen, wo gehst du denn hin? Weiß wahrscheinlich selber nicht, wie es ausschaut. Können wir denn Mühlstein? Nein. Josephstone? Nein. Wo ist unsere Fertigung? Unsere ganz normale Fertigung. Wo ist denn das? Werkzeugbank. Ah, hier. Ich kann sagen, die brauchen wir doch jetzt mal. Beziehungsweise muss das hier irgendwie andersrum sein? Ja gut, dann steht die halt einfach dort. Dann kann man da so quasi auch nichts machen. Außer natürlich. Mach das hier. Und holt sich ja nochmal ein bisschen Holz, um das hinzustellen. Dann sagt man, zack. Hier noch eine Werkzeugbank gestellt. So, wie viel können wir noch mal rekrutieren? 1, 2, 3, 4. Zack. So. Weil ich möchte, nämlich auch circa schon einen Bäcker machen. Und einen Mühlstein. Genau. Das muss ich mal alles nach hinbauen. Kommt hier alles hin. So, das heißt so viel wie, hier wird jemand mit der Mühle stehen.
Genau, damit die hier so reinlaufen können. Ein Mühlstein hier. Und wenn wir schon mal dann hier sind, können wir sogar sagen, mach mir hier und hier eine Kiste hin. So, wir haben ja fertig, wir haben einen Mühlenstein. Wir haben drei Wachen draußen. Das ist auch schon mal gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Backofen, will ich mal behaupten, oder? Ich glaube ja, Backofen. Ja, komm mit dir. So. Dann können wir natürlich auf die andere Seite machen. Wir können mal reingucken. Backofen braucht Water Bucket. Okay, wir brauchen noch Wasserpumpen. Die kriegen wir natürlich auch her, indem wir sagen, zack, 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 hier, dankeschön. Mach mir bitte hier eine Wasserpumpe hin. So, jetzt wird man eigentlich genug Leute haben, um zumindest Brot herzustellen. Nachdem wir jetzt so viel Getreide haben, sollte das eigentlich im Bereich des Möglichen sein. Wasserbucket, ja, yeah, ich weiß. Das gilt es noch zu machen. Machst du Water Buckets? Ich hoffe mal, er macht zum Beispiel Empty Buckets. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal ziemlich viel, würde ich mal behaupten an der Stelle. So, nachdem wir das andere Zeug noch gar nicht haben, können wir auch gar nicht so viel bauen. Was ich gut finde. Nicht so richtig gut. Warte mal, wir haben echt kein Wasser mehr gehabt hier drin. Wow, okay. Das lernen wir uns erstmal ein bisschen Vorarbeit leisten. Ich glaube, der musste so oder so. Mussten die immer ein bisschen mehr machen. Können wir vielleicht nochmal einrekrutieren? Genau, weil das soll jetzt nämlich ausreichen sein. Wir haben drei Stück, wir haben hier was zu machen. Das sollte so in Ordnung gehen. Genau, wir tun hier und hier was hinbauen. Hier tun wir nochmal ein bisschen hochbauen. Ja, können wir gucken, ob wir vielleicht noch Gras oder dergleichen finden. Das ist ja bestimmt nicht das Verkehrteste auf der Welt. Ich baue da oben an. Was wir sehen sprechen könnten, wäre Baumstämme. Eigentlich ja. Wenn oben haben wir schon Baumstämme, das ist ja schon gar nicht mal so das Schlechteste. Die können wir später nach unten dann verfrachten, wenn wir den Rest der Sachen mal haben. Okay, auf nach oben. Auf nach oben und wir redirigieren einmal einen Bereich für später. Mein Glück ist, es jetzt gerade noch bis zum Umfallen. Und das hoffe ich bleibt auch noch so ein bisschen zumindest. Okay, wir sagen, du kommst weg. Damit wir ein neues Gebiet machen können. Und zwar brauchen wir Baumgärtner. Von hier. Ich würde sagen, warum unfruchtbar? Dann ist von da nach da. Sage ich jetzt auch nicht nein. Und ja, wir brauchen noch einen weiteren. Ist klar, ist klar, ist klar. Aber das kriegt der gute Mann schon hin, wenn es soweit ist. Ach genau, wir wollten ja noch dieses leidtragende Thema hier wegmachen. Zack, hier für mich danach, ja. Zumindest diese eine Ebene muss komplett weg. Damit die Zombies hier auch gut rüberlaufen können. Weil es kann nicht sein, dass wir jetzt dann das Problem haben nachts über, dass die Zombies nicht rechtzeitig zu uns kommen. Das ist etwas, das kann ich so nicht ganz akzeptieren. Oh, Hilfe. So, hier wurde auch alles aufgeschüttet, heißt, da kann man dann noch ein bisschen nachher Feintuning betreiben. Ich kann sagen, jetzt kommen sie nach und nach her. So, dann kann man es nämlich auch leichter abschießen zum Schluss. Ja, aber es ist echt ziemlich schnell dunkel geworden, muss ich sagen. So richtig schnell sogar. Hier ein paar Steine reinmachen, warum nicht? Wir haben es ja hier ein bisschen mit Beton auf ein bisschen. Okay, vielleicht sollten wir, wenn wir draußen sind, den einen Holzblock noch wegmachen. Ich meine, ich kann ja rüberspringen, das ist ja kein Act. Ja, das können wir so lassen eigentlich. Das ist soweit komplett in Ordnung. Oh, 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 oh. Ich würde gerade sagen. Das darf natürlich nicht sein, dass die anfangen, hier die Leiter dann hoch zu, die Mauer hoch zu krabbeln. Nicht schön, ganz und gar nicht schön sogar. So, wir bewegen uns leicht nach vorne, ganz leicht. Hey, hey.
Ich bedenke, wie viel Zeit es gekostet hat, das Ding hier zu bauen. Und wir es jetzt einfach wieder abreißen. Ja gut, es war eh von Anfang an nur als temporäre Lösung gedacht. Das war nie die Endlösung. Oh, Hilfe. Jetzt kommt er aber. Jetzt will es wissen. Mal gucken, wer schneller krabbelt, er oder ich. Also sobald ich eine geduscht bekomme, war es das mit mir. Oje, oje, schnell, 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 er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Hui. Okay. Huh. Okay. So wie zu dem Thema. Die erste Ebene ist weg. Die Zombies können freiläufig sich hierhin bewegen. Und wir haben, ich muss mal kurz gucken, 3 Wächter sogar hier. Ja, das reicht aus. Das reicht mir also aus. Und wie ich gelernt habe, ich werde mehrere Wächterstufen machen. Ich werde sagen, die einen Wächter kombinieren mit Steinschleudern. Die nächsten Wächter kommen auf die andere Seite mit Pfeil und Bogen und etwaigen anderen Waffen. Weil, hab ich mitbekommen, die KI ist so drauf, dass sie anscheinend zuerst die kleineren angreifen, statt die größeren. Ich weiß nicht, ob es an der Bewaffnung liegt momentan. Aber dem scheint im Großen und Ganzen so zu sein. Guck, den Fischer können wir auch noch machen. Können auch einen kleinen Fisch kochen nachher. Hm. Also alles, was uns hilft, hoppale, können wir jetzt zurücklaufen, in Sachen Nahrungsmittel ist gerade recht gut gesehen. Ja genau, wir kommen nämlich von da hinten und da kommt niemand her. Passt soweit. Herrliche Natur. So, ab nach unten. Einmal ins Fjord nach unten gehen. So, weil die Ebene ist ja relativ gut weit gekommen. Also wir müssen noch die ganzen Wände umändern und die Fackeln umändern gegen Laternen, denn Laternen sind wesentlich schöner. Ja, wesentlich schöner natürlich. Ich meine, wir können auch hier und dort Fackeln lassen bei dem einen oder anderen. Gerade wenn es hier runter geht oder... Ja, wobei... Das ist auch noch schön aus, wenn man keine Fackeln hätte. Ja, da muss ich mir noch was ausdenken. Wie wäre es denn mit... Brauchen die irgendwas zu essen eigentlich? Ich glaube ja weniger. Wie wäre es denn dann mit einer Kochstelle noch? Schmelzung was nicht. Ich überlege jetzt gerade... Stove, genau, ein Stove haben wir noch gebraucht. So, hier rein mit dir. Ein Stove zum Kochen. Den können wir direkt neben hinstellen. Denn warum denn eigentlich nicht? Ja, dann kann er von hier kochen. Das passt schon. Zwar Wasser braucht man dazu, oder? Olivenöl braucht man dazu noch. Ah, Oliven und Feuerholz, dann ist das natürlich noch keine Lösung für den Moment. Noch gar keins oder er brezelt gut runter, das ist klar. Waterbuggies wären auch nach oben gegangen. Heißt, wir brauchen. Wobei. Doch, wir haben eigentlich. Ich würde sagen. Wer macht denn Olivenöl? Machst du Olivenöl? Du machst auch Olivenöl. Ah, okay. Dann kann man es schon machen. Dann haben wir nämlich direkt mehr Nahrungsmittel. Das klingt doch nach einer schönen Sache. Ich überlege, ich muss auch irgendwo ein Forschungseck später mal hinbauen. Ja, mit Betonung auf später, mit Betonung auf später. So, was können wir noch machen? Wir können hier schon mal Bretter klauen. Das gibt auch noch eine andere Sache, die wir machen müssen. Die sich da schimpft. Wir möchten hier diese Decke noch für uns zumachen, dass das auch nach und nach hier mal nach was ausschaut. So. Wenn, dann machen wir es schon richtig. Ah, wunderbar, die Nacht ist vorbei. Das heißt, ich guck mal kurz raus noch, bevor die Wachen verschwinden, ob sie auch wirklich alles getötet haben. Weil wenn nicht, das wäre schon recht schade. Schauen wir doch mal. So, Hallöchen, ihr habt noch ein bisschen, okay. Wie wär's denn mit Recruitment? Alle Jobs auffüllen, das geht auf jeden Fall, ob das geht. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und sie scheinen noch zu bleiben. Das heißt, bleiben so ein gewisses Minimum an Zeit noch. Bei hier auch, hier auch, hier auch. Und es scheint niemand mehr zu kommen. Okay, das heißt, ihr habt euren Job richtig gut erfüllt, Jungs. Gratulation dazu schon mal. So, und was wir nicht brauchen, ist das hier. Und was wir abwarten müssen, ist erstmal, bis wir auf jeden Fall... Ach, guck mal, ich habe sogar hier noch mit Steinen unterlegt. Das muss natürlich auch nicht sein. Wir müssen erstmal warten, bis wir wieder ein bisschen Nahrung haben. Ja, das können wir so lassen, genau.
und den eisigen Berg wieder zu dem machen, was er früher mal war. Ein richtiger Eisklotz.